Kein Widerstand ist zu groß. Kein Abenteuer zu gefährlich. Und kein Traum von Macht und Größe zu fantastisch für den Mann, der König sein wollte. Und jetzt, Sir, darf ich dir Bruder Peachy Carnahan vorstellen. Das ist er. Und Bruder Daniel Drevet. Das bin ich. Wir waren überall in Indien. Wir kennen seine Städte, seine Dschungel, seine Gefängnisse und seine Pässe. Wir haben entschieden, dass das Land keinen Platz mehr hat für Leute wie uns. Deswegen gehen wir auch weg und suchen uns einen Platz, an dem ein Mann nicht eingezwängt wird, sondern sich entfalten kann. Wir sind keine Kleinbürger. Untragbar nennen Sie uns? Schädlich für das Ansehen? Es waren untragbare Schädlinge wie wir, die für den Aufbau des verdammten Empire gesorgt haben. Und das Ansehen der verdammten Inder. Hut auf! Abteilung kehrt! Im Gleichschritt! Marsch! Sean Connery und Michael Caine. Jetzt hört mal zu, ihr unaufgeklärten Figuren. Wild und verwegen. Jetzt werdet ihr was lernen, und zwar das Soldatsein. Der Welt vornehmster Beruf. Du bist sehr hübsch, das bestreite ich nicht. Und die Partei Nummer 2, das bin ich. Das ist doch... Gott sei Dank, dass du gekommen bist. Zwei furchtlose Glücksritter erleben das größte Abenteuer ihres Lebens. In Rudyard Kiplings Der Mann, der König sein wollte. Heilige Hosenträger. Sieh dir die Größe dieses Rubins an. Der hier ist noch größer. Das heißt, wir brauchen uns nur die Taschen zu füllen, rauszugehen und sind Millionäre, Danny. Die große Romanze eines Königs. Roxanne, hab keine Angst. Ich tue dir nichts. Wenn es soweit ist, wirst auch du glücklich sein. Wie alle Frauen, wenn ihre Männer sie umarmen. Du wirst nicht verbrennen, Roxanne. Das verspreche ich dir. Sie teilen den Reichtum. Sie teilen die Gefahr. Sie kämpfen gemeinsam, um sich den großen Traum zu erfüllen, König zu werden im lange vergessenen Land Alexander des Großen. Sean Connery, Michael Caine und Christopher Plummer in Rudyard Kiplings Der Mann, der König sein wollte. Lang lebe das Abenteuer und die Abenteurer.